nächste Lied ist von der Barbara vom Little Annie O. Viel Spaß. Thank you.
kleine vierjährige Tochter geschrieben. Little Annie. Und wenn was kaputt ging, hieß es halt O. Little Annie O. Los, was machen wir als nächstes? Das nächste Lied stammt aus dem Film, kennt ihr vielleicht, Wie im Himmel heißt der. Oh nein! Ja, also die Antwort ist ja, wir kennen sie. Die Frauen sagten ja und wir lachen. Nee, das ist ein super Film. Das hat einen sehr guten Satz am Anfang und zwar: Alles beginnt mit dem Hören. Das gilt auch für uns. Und dieses Stück, das wir jetzt spielen, das ist, glaube ich, die Titelmelodie von dem Film. Gabrielas Song, also Arbeit mit einem Kringel oben drauf. Und wir hören dabei gefeatured unseren Stargast heute, Altsaxophon, Thorsten Köhler. Das nächste Stück ist
von Bernie Miller. Und dann ist nichts Besseres eingefallen, als es zu nennen Bernie's Tune. Aber es ist ein sehr beliebter Jazzstandard schon seit alter Zeit. Und einer, der das sehr bekannt gemacht hat, ist ein Saxophonist, der heißt Jerry Mulligan. Und weil der Bariton-Saxophon gespielt hat, habe ich mir gedacht, das muss unbedingt ein Arrangement geben. Ich habe es ja beim Workshop-Stück auch so gemacht, wo mal ein Bariton-Solo ist. Und deswegen featured das Stück, das hat nämlich ich arrangiert. Unser Bariton-Saxophonisten Kimo Eisele. Das ist jetzt vorerst unser letztes Stück und danach könnt ihr dann loslegen. Wir freuen uns alle schon sehr. Soll ich nochmal die Band vorstellen? Nein, ich. Haben wir noch.
Jo. Das ist gut. Der ist zum Testen des Erinnerungsvermögens. Timo Eiserbeck am
Bariton und unser Trommler Lars Beach. Die Saxwelt-Workshop.